Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 9-11 Operator. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg wieder gefunden habt. So, wir haben hier gerade ein bisschen personellen Notstand. Wir haben relativ viel Verluste hinzunehmen. Und das ist jetzt eigentlich ein richtig blödes Problem. Pass auf, der ist sehr erfahren und die ist sehr erfahren. Dann machen wir Folgendes. Dann kommt die hier mit dem Unerfahrenen zusammen. Der hier kommt mit einem sehr Erfahrenen zusammen und die hier oben, jetzt habe ich den rausgeworfen, ne? Den Andreas Hamm, der kommt hier hoch. Jetzt haben wir immer einen sehr Erfahrenen und einen Guten noch dabei. So, haben wir jetzt noch irgendwo eine Treffsicherheit? Ja, die sind alle schon ein bisschen verletzt, ne? So, Equipment, mal ganz kurz gucken, haben wir noch irgendwas Größeres? Ein Systemterminal nehmen wir hier auf jeden Fall mit. Und haben wir eine stärkere Waffe, eine Schrotflinte, kriegt der in die Hand. So, ist eine super Idee. Guti, so, und hier brauchen wir auch nochmal eine Pistole und eine Weste für unseren Neuling hier. Guti, dann haben wir jetzt 42.000 Fahrzeuge, kriegen wir dafür wahrscheinlich eher noch nicht so aus dem Moped, aber wenn, dann bräuchte ich für 50.000 einen Streifenwagen. Dann machen wir jetzt Folgendes, wir organisieren uns jetzt erstmal. Wir haben einen Streifenwagen mit definitiv zu wenig Personal. Wir holen uns mal einen erfahrenen Polizisten, der darf hier noch mitfahren. Equipment-technisch, schauen wir mal hier, der kriegt eine Pistole in die Hand und der kriegt eine kugelsichere Weste. So, okay, haben wir das Ding schon mal. So, jetzt haben wir im Streifenwagen, brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal eine gute neue, die Marisa. Na, Marisa kommt auch mit, Equipment. Erste-Hilfe-Set gibt es auf jeden Fall in die Hand. Und dann kriegen wir noch, können wir das einfach so in die Hand irgendwie? Na, das geht nicht, okay. Dann machen wir Folgendes, dann kriegt hier nochmal einer so ein Erste-Hilfe-Päckchen in die Hand. So, Feuerwehrmann, Belegschaft haben wir noch, wir haben Feuerwehrleute frei. Brauchen wir jetzt da nicht erst die große Welle fahren. Ja, nur die Verletzten bleiben halt draußen. Wir rekrutieren nochmal einen, schicken den auch dazu, Equipment. Haben wir jetzt nichts mehr, dann holen wir uns hier auf jeden Fall eine technische Ausrüstung noch. Ein, zweimal. Weil ich möchte ja gucken, dass wir hier alle mit einer technischen Ausrüstung rumfahren lassen. Damit es einfach schneller geht. Geschwindigkeit ist jetzt unser Freund aktuell. Gut, okay, dann gucken wir mal. Hier gibt es jetzt auf jeden Fall noch mindestens 3 kugelsichere Westen. Unsere Sunnies werden schwer gepanzert in den Einsatz geschickt. Poliz ist auf jeden Fall gut. Das schaut gut aus. Jetzt könnte man natürlich noch gucken, haben wir da noch irgendjemanden? Nolan könnte man noch engagieren. Der Rest ist gut. Okay. Die Feuerwehr geht als Zweierteam raus. Dann würde ich sagen, in Sendung starten. Gucken wir mal rein. San Francisco, Schicht. Haben wir 2, haben wir schon geschafft. Die dritte beginnt gerade. Okay. Lassen wir die Sache einfach mal ruhig angehen. Der bleibt hier. Der Streifenwagen geht hier hoch. So, da schicken wir gleich mal einen hin. Da haben wir eine Fußverletzung. Hallo, es gibt ja eine Schlägerei auf der Straße. Schicken Sie schnell die Polizei. Oh. Ich würde gerne wissen, wo. Einer von Ihnen hat einen Schläger aufgehoben. Oh. Natürlich, es ist in der Blablabla Boulevard. Da unten. Okay, dann schicken wir mal hier ein bisschen Backup runter. How many of them are there? 4 Männer. Das ist eine gute Sache. Können wir gleich 2 Krankenwagen schicken. Is anybody injured? Einer von ihnen hat aber sehr viele Schläge eingesteckt und ich kann nicht glauben, dass er noch auf den Beinen steht, okay? I'm sending emergency services right now. Danke, alles klar. Tschüssi. Okay. Schicken wir mal hier ein bisschen Unterstützung runter. Einen Krankenwagen hier oben lassen wir frei, einfach aus Sicherheitsgründen, falls da was schief geht. Hier oben, die Fußverletzung wird behandelt. Die ist auch fertig geworden, sehr gut. Ah, es wird so langsam. Eine Meldung hier oben nochmal, siehst du, deswegen brauchen wir den. Ein Verletzter. Verletzung durch scharfen Gegenstand, da hat sich einer geschnitten wahrscheinlich irgendwie. Ist da was schief gegangen? So, hier hat einer einen Schläger. Den haben, wissen wir schon. Bevor das eskaliert, schicken wir gleich die Einsatzkräfte noch hinzu. Sicher ist sicher. So, jetzt wird hier alles aufgenommen, damit keinem langweilig wird.
Und selbst jetzt machen sie noch Blödsinn. Der Hunden wollte einen Helden spielen. Hier brauchen wir Police. Was haben wir hier? Verzweifelt. Droht, sich in die Luft zu sprengen. Ist jetzt ärgerlich, dass hier unten gerade so viel los ist. Okay, das hat sich alles geklärt. Lukas, Mensch, Luftspringen ist nicht nur in Ordnung. Was haben wir hier oben? Da brauchen wir auf jeden Fall gleich ein schnelles Moped hoch. 911, what's your emergency? Hallo, mein Bauch tut schrecklich weh. Woher rufen Sie an? Tut Ihnen sonst noch was weh? Schick mal einen Hubschrauber. So, do you have any other symptoms? Nein, ich denke nicht. Have you eaten anything unusual lately, sir? No, that's what I always eat. Okay, I'll send the ambulance. Thank you. Thank you very much. I'll wait for them to get here. Ja, das war, wer weiß, was das ist, ne? Nicht, dass der auf dem Weg zum Arzt zusammenbricht, nicht, dass er kollabiert. Schick mal gleich einen Hubschrauber hin, wenn sie es irgendwas Blinddarm oder mag. What the hell? Oh oh. Oh God, an earthquake! Ein Earthquake? Oh oh oh, Moment, das ist zu viel. Ja, Earthquake? Alter Schwede. Ich habe es endlich geschafft, ich schicke... Mein Haus, einer Nachbarn, die Familie Collins, einfach so eingestürzt. Ich weiß nicht, was sie machen soll. Ist jemand im Haus? Ach du Scheiße, ich bin Kleister. Alter Schwede. Okay. Alter Schwede. Ach du Schande, ein Erdbeben, ey. Mann. Zwei Kinder und drei, obwohl der Rose älter ist, auf dem College und so, die Großmutter, sie ist 65. Nee, wir schicken den nicht hin. Ja, wir brauchen den Police Transport. Pass auf, dann machen wir das so. Dann, wir brauchen die freien Einsatzkräfte gerade. Wir schließen den Fall möglichst schnell ab. Wir haben so viel. Ich kann gar nicht alles auf einmal angehen. Dann schicken wir hier sofort den nächsten hin. Hier schicken wir mal einen hin, um die Lage zu stabilisieren. Okay, der hier wird auch da runden gehen. Den, wir versuchen das jetzt erstmal in aller Ruhe zu schaffen. Okay, dann der wandert hier weiter. Okay, hier oben schaut's gut aus. Wir haben so viele Meldungen, ich kann gar nicht auf einen Schlag alles abarbeiten. Wir brauchen den hier als allernächstes hier oben. Hier haben wir eine Geburt am Start. Haben wir noch einen Hubschrauber irgendwo, der ist hier oben noch. Den schicken wir hier rüber. Dann ist der nicht im Stau, hängt er nicht im Stau fest. Hier schicken wir noch einen her. Ach du Schande, die Omi hat's erwischt. Okay, jetzt pass auf, bevor hier irgendwas ausbricht, verteilen wir das mal ganz kurz. Krankenwagen ist hier oben benötigt, der ist auf dem Weg. Den schicken wir hier runter, den hier schicken wir als nächstes hier rüber und dann gehen wir die Sache von unten nach oben an.
was hier gerade passiert ist. Walter. Okay, was passiert? Naja, das Auto wurde von der Erde verschlungen. Okay. Adresse? Da oben? War noch jemand im Wagen? Eine Frau? Taucht ein Risse auf der Straße aus. Ich schick's Moped hin, das ist die schnellste Möglichkeit. Fiel einfach in diesen Graben. Das Auto ist reingefallen, Mensch. Teilweise ist es noch... Läuft der Wagen? Im ersten Beben ausgemacht. Okay. Okay, wir schicken einfach Hilfe. Die Beben könnten wieder beginnen, ey. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So, das kriegen wir nicht auf die Kette, glaube ich. 40 Sekunden noch, dann können wir den weiter. Den leiten wir. Wir müssen eins am anderen durchgehen. Hier gehen wir weiter. Den hier, der geht hier runter. Der Hubschrauber fliegt hier rüber. Krankenwagen benötigt, okay. Alles klar, hier wird, ist einer unter Beschuss. Okay, wir sind hier fertig. Gut, die bringen den weg. Dim. Und wir unten noch, hier unten brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Support. Dann schickt man einen Hubschrauber hier runter. Pass auf, dann machen wir folgendes. Hier kommt der hier hoch. Und den müssen wir jetzt freikriegen. So. Dann geht der hier runter. Ich versuche das halt jetzt so möglichst halbwegs schnell abzuschließen alles. Ah, da ist so viel nicht gemacht worden gerade. Es ärgert mich auch ein bisschen. So, der geht hier auch rüber. Wie schaut das hier aus? Die Omi. Den holen wir hier zu dem Fall. Und den holen wir hier runter, okay. So, dann gucken wir mal schnell. Haben wir hier noch irgendwie... Ja, ich weiß. Okay, 911. Ich gehe und hole sie von dort weg. Was? Eine Leitung hängen. Was ist das für ein Sportplatz? Okay, hier oben. Andere warnen. Die nicht helfen. Nicht, dass der als nächstes dort liegt. Sie sind nicht sehr dick. Der Wind schaukelt sie. Verdammt, was passiert? Sie sprühen Funken. Okay. Schau sie um. Rohrbruch und Wasser. Nee, ist zu gefährlich. Bevor wir noch einen haben. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Es ist echt verhext, ne? Ich müsste jetzt eigentlich die Meldungen abarbeiten, so wie sie reinkommen. Hier oben haben wir einen Straßenriss. Einen Auftrag nach dem anderen. Wir schicken die Police gleich mal daher. Okay, dann machen wir so erstmal. Den hier schicken wir hier hoch. Und dann machen wir folgendes. Den hier schicken wir da auch hin. Den hier schicken wir da hin. Den schicken wir da hin. Und den auch. So, den hier, der kommt dahin.
Der hier kommt dorthin. Der geht dahin. Okay. So, wir kommen der Sache langsam wieder ein bisschen näher. Okay. Rohrbruch haben wir hier. So, den holen wir uns von da hinten weg, sonst schaffen wir das nämlich nicht. Okay. Pflegeeinrichtung, okay. Immer noch kein Strom nach dem Erdbeben. Deine Batterien sind bald leer. Die externe ging es fast verbraucht, oh. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall Hilfe. Technischen Dienst entsenden. Ich habe eigentlich überhaupt kein einziges Stück Personal hierfür. Hier unten brennt auch noch was. Senden wir den hier runter. Der Hubschrauber ist da nämlich zum Glück gleich da. Wir brauchen einen Polizeitransport. So, den holen wir uns hier. Okay, der hat ihn abgeholt. Jetzt brauchen wir hier oben natürlich noch einen technischen... So, den holen wir uns durch den Park hier oben. Der geht dahin. So, der hier wechselt jetzt mal hier rüber. So, den haben wir eingesackt. Ich glaube, jetzt haben wir so mal den Moment erreicht, wo es echt mal ein bisschen ruhiger wird. Schicken wir den Hubschrauber auch noch da runter. Okay, so. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt verpasst haben. Wir haben so viele Meldungen einfach nur vercheckt in der Zeit. Ja, wir hätten das auch gar nicht so schnell abschließen können. Das waren so viele Meldungen. Ich glaube, dass in so einer Krisensituation kriegst du das auch gar nicht so wirklich auf die Kette. Ne? Das ist einfach nur Glückssache. Also ein Erdbeben, das wünschst du irgendwie, glaube ich, niemanden. Das ist einfach nur furchtbar. Und vor allem in einer Großstadt wie jetzt in dem Fall San Francisco, ne, ist das eine Katastrophe überhaupt. Okay. So, hier unten ist der technische Dienst gleich am Start. Wir versuchen natürlich alles wieder ans Laufen zu bekommen. Unsere Schicht ist längst vorbei. Aber wir gucken halt gerade mal, was wir noch machen können. Wir schicken halt auch noch überall... Ah ne, brauchen wir nicht. Der geht weg. So, hier oben, das schaut gut aus. Okay, den haben wir erledigt. Subi. Den schicken wir aus dem Park vor allen Dingen mal wieder raus. Und wir haben es geschafft. Jetzt bin ich gespannt. Zeit abgelaufen. Dreimal nur die Zeit abgelaufen. Ansonsten haben wir alles gemacht. What? Wir haben alles sonst gelöst, außer drei Stück. Boah, meine Lieben. Okay, wir sind auf einer neuen Karte. Wir wurden befördert, mal wieder. Und sind jetzt in New York, meine Lieben. New York ist die nächste Haltestelle für unsere Karriere. Ich bin gerade ein bisschen gehypt, wenn ich ehrlich bin. So, das ist New York. Wir fangen mit 20.000 an. Haben wir jetzt irgendwas Geiles Neues dazu bekommen? Nö, wir haben sogar noch weniger als vorher. Wir können zwei Polizei... Oh, wir können neue Einheiten hier hinzufügen. Wir haben noch Fahrzeuge im Angebot. Okay, meine Lieben, jetzt machen wir es wieder so. Meine Aufnahmesession ist für heute nämlich eigentlich am Ende. Zumindest was 9-11 Operator anbelangt. Und ich würde vorschlagen, wir machen es wie beim letzten Mal. Ich habe jetzt euch nochmal vier Folgen sozusagen auf die hohe Kante gelegt. Nachdem ihr das so gefeiert habt, würde ich vorschlagen, wir machen das so. Wenn ihr immer noch sagt, nach dieser Folge, ihr wollt mehr sehen, ihr müsst mehr sehen von dem Spiel, ihr habt da richtig Bock drauf. Tja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und viele Kommentare, viele Däumchen, viel weitersagen und dann kriegt ihr eine neue Folge. Oder auch eine ganze Session. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, habt eine wunderschöne Zeit.
Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch nur das Allerliebste. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.